Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ja, ich habe ein bisschen noch am Turm weitergebaut, aber dieses Bauprojekt ist die reinste Katastrophe. Das macht mich total wahnsinnig. Und das Schlimmste ist ja, dass wir jetzt auch langsam in Höhen kommen, wo es richtig wehtut, wenn ich dort runterfliege. Der Bug mit diesen Baumstämmen funktioniert leider nicht mehr. Da haben die Entwickler, ich frage mich, warum die Entwickler da immer so hinterher sind, gerade diese Baumstamm-Bugs wegzubekommen. Die sollen sich doch um andere Sachen kümmern, dass ihr Content mehr reinkommt, anstatt immer diese Bugs wegzumachen. Weil ich meine, es ist halt nicht einfach, diesen ganzen Kack hier zu bauen und das Holz ranzuschaffen. Ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt, ich musste ja diesen Safe-Game-Trick anwenden, damit die Bäume dort überhaupt wieder nachgespawnt sind. Sonst hätten wir hier echt ein Problem. Und stellt euch mal vor, ihr müsst das hier alles alleine stemmen. Ich meine, klar, die Entwickler sind ja darauf aus, dass man so ein Spiel so lange wie möglich spielt, ne? Und aber immer so was, was ich überhaupt nicht leiden kann, sind so Sachen, wo es halt so sinnlos die Zeit gestreckt wird. Das muss nicht sein, Leute. Das muss in keinem Spiel sein. Und ja, wollte ich mal sagen, ihr seht das vielleicht anders, aber ich sehe das halt so. Genau, Freunde, ich habe ein paar Fallen noch aufgebaut. Ich bin hier bestimmt, ich habe keine Ahnung, bestimmt schon wieder anderthalb Stunden hin und her gerannt. Habe immer wieder das Spiel ausgemacht, weil die Schildkröten ja irgendwann nicht mehr da sind. Habe von dort hinten Schildkröten geholt und hier noch etliche Schildkrötenfallen aufgebaut. Und leider ist es nicht dazu gekommen, dass ich das aufgenommen habe, weil da kam nämlich Mr. Ketchup-Fresse und bei dem funktionieren die Dinger gar nicht. Die hüpfen bloß ganz kurz so ein bisschen. Das sieht total witzig aus, aber vielleicht kommt der Mr. Ketchup-Fresse heute nochmal. Also hier habe ich mal noch so ein paar Schildi-Fallen hingebaut, hier noch zwei so eine Spitzen. Ist jetzt nicht viel, aber irgendwie brechen die teilweise hier manchmal durch. Ich habe keine Ahnung. Die umgehen die Fallen, die sind schlau. Die sind schlau, die Wichte. Ja, und hier habe ich dann auch noch ein paar hier. Also halt nicht so viele, aber ein paar sind jetzt dazugekommen. Und ich habe es endlich mal geschafft, diese Fallen richtig rum aufzubauen. Das heißt, wir können jetzt hier immer von dieser Seite aus ohne Probleme die Stöckchen wieder auffüllen. Ja, Freunde, was machen wir heute? Ich will noch eine Etage mit euch zusammenbauen, bis ich das erste Mal runterfliege. Dann habe ich keine Lust mehr. Deswegen gehen wir gleich mal hoch und checken das ab. Und dann möchte ich noch Tische und Stühle in unser Haus bauen. Vielleicht noch so ein paar so die Typen. Da habe ich mir gedacht, dass man vielleicht diese na, wie heißt denn das? Diese Rüstungsständer, dass man vielleicht einen dorthin stellen und einen dorthin, dass die so wie so vom Balkon gucken. Ey, die Scheißmöwen, die sind ja sogar in meiner Hütte drin. Was ist denn das hier? Leute, haut ab! Sag mal, hatte ich hier nicht schon so eine... Hä, Leute, hatte ich hier nicht schon so eine Tech-Rüstung aufgebaut? Oder habe ich die, wartet mal, habe ich die wieder aufgenommen? Tech-Mesh steht hier. 10 Stück. Hä? Ich hatte doch aber schon mal hier so eine Rüstung hingebaut, oder nicht? Bin ich denn doof? Oder habe ich das nicht gespeichert? Das kann ja auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, dort hängt sie nicht mehr. Und ich habe in meinem Rucksack wieder 10-mal so eine Tech-Mesh-Dinger. Ah, egal. Ist es halt so. So, mit den Stämmen kommen wir natürlich jetzt nicht so weit. Müssen wir mal gucken. Übrigens ist mir mal auch so aufgefallen, dass jetzt auch langsam so der Content erschöpft ist in dem Spiel. Dass wir bald tatsächlich mit dieser Staffel schon durch sind. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Aber ich denke mal, wir werden da noch ein paar Mal reingucken in das Spiel. Es ist nicht vergessen. So, nimm mal die Waffe weg. Das macht mich immer so nervös. Naja, du bist schon wieder gut drauf, Kevin. Aber das ist doch gut so. Wenn du schlecht drauf wärst, dann würde ich mir Sorgen machen. Okay, so. Erstmal das Ständerwerk, wie immer. Jetzt muss ich hier ein bisschen balancieren. Weil wenn wir jetzt hier runterklatschen, Leute, dann haben wir Geburtstag. So geht's noch, ne? Aber wenn wir hier an der Seite runtersegeln, dann war es das, glaube ich, mit uns. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass dann die Gesundheit weg ist. Ich überlege gerade, ob ich nicht einmal so eine Seilbahn hier hochbaue. Dass die Dinger hier drinnen, hier oben landen, wisst ihr? Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Zumindest für so lange wir hier bauen. Wisst ihr? Wie ich meine.
So, jetzt müssen wir zwei schräg dran stellen. Da kommt jetzt die Treppe. Finde ich irgendwie ein bisschen doof, dass man das so machen muss. Aber wenn es nicht anders geht, ist es halt so. Ja, es wird heute ein bisschen Gemärre hier hin und her wieder. Wir müssen mal gucken, dass wir mal wieder einen Livestream. Diese Woche kann ich nicht livestreamen. Ich wollte eigentlich Conan Exiles livestreamen, aber ich bin ja gar nicht da. Ich fahre ja Mittwoch direkt nach der Arbeit zu, nach Tschechien zum Mountainbike fahren mit ein paar Kollegen. Und da bin ich ja gar nicht mehr da. Ist mir mal so aufgefallen. Deswegen weiß ich auch noch gar nicht, ob es diese Woche noch eine zweite Forest-Folge geben wird. Weil aus dem einfachen Grund, ich schaff's gar nicht mal, also im Zeitrahmen die Videos hochzuladen. Selbst wenn ich es jetzt irgendwie schaffen würde, eins aufzunehmen noch, schaffe ich es, glaube ich, nicht noch eins hochzuladen. Also von der Zeit her. Weil es dauert ja auch immer so 2 Stunden, so ein Video auf YouTube hochzuladen. Und ich muss ja noch Fountain of Youth und so hochladen. Naja, mal gucken. Ihr werdet es ja sehen. Wenn noch eine Folge kommt, kommt noch eine. Wenn nicht, dann nehmt es mir bitte nicht krumm. Nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder ein bisschen besser am Start. Ah, das war jetzt ein bisschen dumm. Setzt mal den hier. Genau. Aber ich könnte ja, sind hier noch Stämme, nicht so viele, ne? Wir könnten ja dann dort nochmal welche runterschießen. Die kann ja Kevin einsortieren. Und dann können wir von da nach hier welche rüberschießen. Und dann haben wir hier wieder welche. Das sieht schon cool aus. Es ist schon, macht schon Spaß, sowas zu bauen. Ich würde es dann vielleicht auch noch verkleiden. Ich weiß es nicht. Aber da brauchen wir ja noch mehr Holz. Also müsst ihr Wände. Wände machen. Ich weiß es nicht, Leute. Das ist immens, immens viel Arbeit. So, das, das, das. Ja, jetzt können wir anfangen, die Treppen zu bauen. Wenn wir die Treppe haben, können wir die 2 Stützpfeiler setzen, dann, naja, kriegen wir schon hin. So. Ist ja eigentlich irgendein Besuch? Nö, heute nicht. Noch ist alles ruhig, Freunde. Das ist auch gut so. So, wartet, genau. Ja, ich glaube, ich gehe dann nicht noch mehr höher, oder? Also eigentlich wollte ich das Ding ja bauen, um mit dem Gleiter quasi hier immer loszustarten. Aber ich habe ja gar keinen Gleiter hier. Wisst ihr, wie ich meine? Also würde ja gar keinen Sinn ergeben. Ah, scheiße. Nee, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss die Treppe nochmal abreißen und einen Baumstamm mitbringen. Scheiße. Oh, hier sind sie wieder. Wartet mal. Die Verrückten. Wo ist mein Kreizel? Da. Können die auf die Schildkrötenpanzer? Ah, die kloppen sich wieder mit den anderen. Das ist cool. Das gucken wir uns natürlich an, Freunde. Ein bisschen Action. Ja, da haben die anderen echt keine Chance, ne? Die sind gnadenlos. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Nee, 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 Kevin. Du bleibst mal schön da fern. Ob die, wenn die fertig sind mit den Ganoven, ob die dann automatisch hier rüberkommen? Und ob die die Schildkrötenfallen auslösen. Hm, die seppeln jetzt erstmal woanders hin. Ja, wenn sie nicht herkommen, ist ja okay. Das sieht schon gruselig aus, wie die sich bewegen. Aber doch, die kommen her, ne? Ja, die kommen gezielt hier jetzt her. Wartet mal, ich gehe mal hinter die Schildkröte. Genau, komm her, Virginia. Du hältst mir wieder den Rücken frei. Von hier kommt nichts, ne? Da kommen die jetzt oder nicht? Da kommt noch ein Onkel. Guck mal, da kommt. Ey, jetzt ist hier richtig Action. Jetzt machen sie nämlich erstmal wieder die platt. Bin auch schon wieder ein bisschen krank, wie ihr hört. Elegant machst du das mit deinen 3 Beinchen. Na, wenn die jetzt alle 3 auf den drauf oder alle 4 auf den drauf gehen würden, würden sie einen platt kriegen. Aber die machen ja schon wieder nur Scheiße dort. Krass, der lebt ja immer noch.
Ja, ja, Kevin. Ich hab's gesehen, mein Guter. Kommt mal mit hier hinter. Hinter die Schildkröten-Dinger. Kevin! Oh, der ist wieder so doof. Und dann kriegt er wieder aufs Maul. Hm. Kommen die nur jetzt oder nicht? Ich hab doch hier nicht den ganzen Tag Zeit, Leute. Nö, die hauen wieder ab. Ey, egal, dann machen wir erstmal weiter. Scheiß doch der Hund drauf. So, was wollte ich? Ich muss die Treppe wieder abbauen, weil ich oben erst einen runden Balken setzen muss. Scheiße, Leute. Aber egal. Ey, jetzt sind die Stämme auch schon wieder alle. Du kannst hier farmen wie ein Dummer vor jeder Folge. Es geht einfach zu schnell alle, das Zeug. So, wartet mal. Jetzt muss ich das erstmal ganz kurz hier hinlegen. Bleib mal hier. Und jetzt die Treppen wieder abreißen, weil ich sonst das Rundholz nicht hier reinkriege. So, wartet mal. Dann einmal Rundholz. Oh ja, bitte nicht runterfliegen. So, das jetzt reinsetzen und jetzt kann ich die Treppen reinsetzen. Oh, die Typen sind da. Scheiße. Scheiße, Leute. Okay. Den haben wir. So, das andere Ding ist runtergeflogen. Jetzt brauchen wir wieder Stämme, Leute. Ich habe mal die Munition auf Flintenlaufgeschoss gewechselt. Dann kann ich sie nämlich auch vom Weiten bombardieren. So, wir gehen mal ganz kurz was trinken. Ach nee, erstmal den Typen häuten. Wo ist denn der? Da. So. Sehr schön. Jetzt gehen wir erstmal trinken. Achso, ich wollte ja mit meiner neuen Seilbahn zum Trinkplatz. Ja, jetzt Leute, tut mir leid, wir müssen aber Holz hacken. Nützt nichts. Ich nehme mal Kevin schon mal mit. Der kann mir ja helfen. Die da drüben prügeln sich noch. So, folge mir. Boah, sorry, Leute. Naja, die machen das schon. Ach so, letztendlich muss er eigentlich nur Kevin hier jetzt Baumstämme einräumen. Warte mal. Obwohl der das letzte Mal ja nicht gemacht hat, der Idiot. Beseitige, bleib hier. Hol Stämme und Behälter füllen. Ich schieß dir gleich welche runter, Kevin, okay? Geht gleich los, mein Guter. Geht gleich los. Ich hoffe, wir haben noch Sprengstoff oder Handgranaten. Dann fällen wir die Bäume etwas schneller heute. So, ganz kurz was trinken. Münzen einsammeln. Ja, Wolski. So. Alles klar. Seile. Ne, haben wir genug. So, oh shit, wir haben keine Handgranaten mehr, Freunde. Wir müssen mal wieder Handgranaten sammeln. Ja, wenn man hier die ganze Zeit am Strand rumhängt, bekommt man sie nicht. Ah ja, sieht schon geil aus, oder? Freunde, das ist doch, das hat doch was. So, ich würde sagen, was hauen wir hier weg? Welche Ecke? Die hier. Das sieht gut aus. Perfekt. Ist jetzt nicht wirklich passiert, Leute, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich erstmal wieder los. Scheiße.
Scheiße, Leute. Naja, gut, ist es halt so. Da müssen wir jetzt hier... Achso, erstmal nachladen. Zack. Wo ist eigentlich Kevin? Der ist gar nicht mehr hier. Aber weil die Typen hier sind. Scheiße. So. Burn, Baby, burn. Jawohl. So, jetzt haben wir sie, oder? Jo. Das war's, Freunde. Holen wir uns noch die Rüstungsteile. Könnten auch mal wieder welche anziehen. Virginia, das hast du wie immer zauberhaft gemacht. Die haben so eklige Ärsche, diese Typen. Eindeutig außerirdische, oder? Mensch, wir sind ja schon wieder seit einer Viertelstunde am Rumbasteln. Aber ist denn nicht ein Vierter noch gewesen? Das ist so ein Eingeborener. Ja, aber keine Ahnung, wo Kevin sich jetzt schon wieder rumtreibt. Das ist schlecht, Leute. Wartet, ich zieh mal schnell die Rüstung an. Gut. Haben wir. Ah ja, da ist er. Ist er jetzt echt wieder bis da hochgerannt? Manchmal frage ich mich, was mit ihm los ist. Hier, der ganze Strand ist voller Stämme. Wisst ihr, Leute? Und der Kevin, der rennt extra dort hoch. Ich komme ihm mal entgegen. Gibt's denn eigentlich jetzt schon diesen... Ich kriege immer nicht mit, was bei diesen Updates eigentlich passiert. Ob es denn jetzt vielleicht schon diesen Lokwagen gibt. Hier, Kevin, guck mal. Ist gar nicht mal so weit weg. Musste einmal nur einsortieren. Komm ich hier hochgeglitscht? Oh ja, das geht. Wunderbar. Oh, ich muss niesen, Leute. Ah, danke. Danke. So, ich hoffe, Kevin kriegt die Dinger nicht vor den Kopf. Ja, dann machen wir heute wenigstens die eine Etage noch fertig, Leute. Und dann gucken wir mal. Wir können ja immer mal so Stück für Stück. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange die Staffel hier noch so geht. Ich frage mich, wie mein lieber Kollege Voucher schon über 70 Parts zusammenkriegen konnte. Ich habe halt nur die ersten paar Folgen bei ihm gesehen. Und dann hatte ich halt keine Zeit mehr, bei ihm reinzugucken. Aber 70 Folgen? Also, ich meine, klar. Das Spiel hat schon viel Content. Aber 70 Folgen kriege ich ja nicht zusammen. Beim besten Willen nicht. Okay, wir müssen noch ein paar Bäume hacken. Aber ist ja kein Problem. Wie ist denn das da unten? Füllt sich langsam? Ja, Kevin macht auch seine Arbeit. Das ist gut. Was haltet ihr von der Idee, dass man einfach von da dann rüber zu dem zum Turm an die Lockholder noch ein Seil spannen? Das machen wir, oder? Und dann schießen wir die Stämme noch dort rüber. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Leute. Ist das ja eigentlich ein normaler, kleiner Baum? Also ein Baumbaum? Nee, der hat bloß Stickies gebracht. Aber Sticks nehme ich auch. Wir wollen ja heute noch einen Stuhl und eine Bank bauen. Ich will ja nicht die ganze... Ach, guck mal, hier sind doch noch welche. Ich will ja nicht die ganze Zeit hier dieses eine Türmchen bauen. Türmchen. Er hat Türmchen gesagt. Hier ist ja auch noch einer. Wo kommt denn die jetzt plötzlich her? Zack. Und zack. So, hier unten liegen noch welche. Ich frage mich, warum manchmal die Büsche so umfallen. Hier, seht ihr das? Ach so, weil der Baumstamm dahin gerollt ist, oder? Vielleicht. I don't know. Jetzt liegen hier wieder welche, hä? Ist das ein neuer Bug oder sehe ich die ganze Zeit nicht?
So, den haben wir. Hier hinten ist auch noch einer. Sollte doch dann auch erstmal reichen, Leute. Da hinten ist auch noch einer. Zwei. Ja, ich denke mal, das reicht dann. Für eine Etage muss es reichen. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, die ich noch so verfolgen kann hier im Spiel. Schreibt mir das. Oh, Alter. Hau doch ab mit deinen blöden Blaubeeren, ey. Ja, ja. Ist ganz nett von dir. Aber ich erschrecke mich immer zu Tode. So, zack und zack. Alles klar. Jetzt nehmen wir die zwei hier unten noch mit. Hä? Was ist da jetzt passiert? Ich bin leicht verwirrt. Hier, Kevin. Den Eno ich noch hier. Und dann haben wir da erstmal wieder genügend. Vorerst. Ich baue mal ganz kurz das rechte Teil dort ab. Und dann spannen wir noch ein Seil darüber. Tja, das sieht aus, als ob die beten würden. Ja, aber guckt mal, so viel ist es jetzt doch nicht geworden, ne? Scheiße, Leute. Scheiße. So, dann nehmen wir das hier rüber. Dieser Holzhaufen. Ist auch einfach zu geil, wie er hier einmal so am Strand liegt. Zack. Oder müssen wir näher ran? Ne, wir müssen näher ran, oder? Genau so. Wie, warum schüttelst du den Kopf? Hol doch mal noch die zwei Baumstämme. Du Knusperkopf. Er hat schon wieder keinen Bock. Ich weiß nicht warum. So. Warum baue ich eigentlich diesen Turm? Weiß das noch einer? Ich hatte einfach Lust, ne? Gut. Dann können wir doch theoretisch von da nach da spannen, oder? Wir probieren es mal. Nachladen. Zack. Was ist denn jetzt? Telefonierst du? Nee. Was macht denn der? Zack. Und jetzt schießen wir die darüber. Wenn das geht. Geht. Ich hoffe, der Kevin nimmt die jetzt nicht von dort und baut die jetzt wieder hier hin. Leute, ich glaube, der macht das, oder? Ich könnte eine reinschlagen. Ich könnte echt eine reinschlagen. Hör auf damit, du Blödmann. Halt! Mach mal Pause, Alter. Verstehst du? Du kannst es nicht einmal, weißt du, ich gebe mir ja Mühe, dass das Zeug dort landet und du baust wieder nur Scheiße. Wieso liegen jetzt dort zwei Baumstämme? Habe ich schon wieder irgendwas verpasst, Leute? Obwohl, ich darf nicht so weit weg. Sonst die spawnen die wieder. Unser Kevin, Wahnsinn. Hallo? Hallo? Ist das wieder so ein komischer Baumstamm oder was? Sieht da aus wie ein normaler, oder? Ah ja, jetzt geht's. War anscheinend ein bisschen verbuggt. Naja, da schafft man nicht viel, wenn man das alles alleine machen muss, wa? Aber egal. Gehen wir jetzt durch hier. Das ist ein Typ, oder? Ich könnte mich schon wieder zerruppen. Du bist so geil, Kevin. Ein Athlet. So.
Okay, ich hol mal noch die zwei, wenn die jetzt nicht die Spawns. Warum, Kevin? Warum? Hat er gerade gepopelt? Das gibt's doch nicht, Leute. Oh, wie seid ihr jetzt über die Schildkrötenpanzer gekommen, frage ich mich. Alter! Was hat denn er jetzt hier verloren? Hatte der das in der Hosentasche? Zack, umgeschossen, das Arschloch. So, welche habe ich denn jetzt hier ausgelöst? Die. Du musst schon über die Schildkröten fallen latschen, du Blödmann. Mann, Mann, Mann. Virginia, was ist da los? Ja, genau, schießen um. Hat's nicht anders verdient. Achso, ich wollte ja eigentlich die zwei Stämme holen, Leute. Den da und den da. Oh Mann, ey. Wie komme ich schon wieder gar nicht zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber von Weitem sieht das Ding schon irgendwie geil aus. Ich finde, es hat was. So, mal gucken, wie weit wir jetzt mit dem Holz kommen. Na komm, jetzt hopp doch mal, du. Da kommt wieder ein ambitionierter Mitarbeiter. Oh, los in die Schildkrötenfalle. Was schwimmst denn? Wie hast denn du das jetzt schon wieder darüber geschafft? Blöd, Mann. So, es wird doch gleich dunkel. Naja, wir bauen jetzt das hier noch. Die eine Etage machen wir noch, Leute. Obwohl, eine Etage kann echt ganz schön lange dauern in dem Spiel. So, jetzt können wir die hier nämlich hinsetzen. Den. Oder wollen wir dann einfach aufhören ab der Höhe und jetzt hier nur noch Boden reinziehen? Ah, ich weiß es nicht, Leute. Es ist schon ganz schön hoch, wa? Man hat hier voll den Überblick. Aber irgendwie, wenn man einmal dabei ist, hat man ja auch irgendwie Lust, noch höher zu bauen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, genau, jetzt. Den dahin, den dahin. Hm. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir können ja erstmal. Wir können ja erstmal einen Boden reinbauen. Das machen wir heute noch zusammen, Leute. Und wir können ja den Turm später immer noch höher bauen, wenn wir lustig sind. Dann müssen wir aber jetzt hier einmal komplett ringsrum. Was bauen wir denn dann für ein Geländer? Achso, wir können ja so halbhohe dann machen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, wir können den Stück für Stück immer mal wieder höher bauen. So, zack. Boah, echt wegen... Immer mit zwei Stämmen und immer wieder hoch und runter. Oh, das macht mich wahnsinnig. Das macht einen wahnsinnig. So, zack. Zack. Immer die Waffe weg. Ob wir den Boden jetzt noch hinbekommen, ist fragwürdig. So, hier, genau. Und da. Er hat Stöckelschuhe an. Ein wunderschöner Turm. Warte mal. Genau, erst da. Vorsicht, vorsichtig. Und dann da. Ha! Oh, okay. Der schnelle Weg nach unten ging gut.
Das ist dieser sinnlose Turm. Ich könnte mich beäumeln. Zack, dann müssen wir da noch und hier noch. Naja, es wird schon noch ein paar Stämme dauern, Leute. 1, 2. Das ist halt schade, dass Kevin halt sowas nicht mit fertig konstruieren kann, ne? Der kann halt nur diese fertigen Blaupausen. Das wäre dann natürlich einfach, weil der hat ja so einen krassen, wie nennt man das, eine Reichweite. habt das gesehen? Ich habe die Stämme unter seinen Füßen weggenommen. Und er ist einmal wie so ein Roboter. Ach, nein. Oh, scheiße, Leute. Jetzt kriege ich den da nicht mehr rein. Mist. Wartet mal. Hallo. So, wie rum muss der Boden? Der war so rum schon richtig. Machen wir ihn halt da rein. Erstmal. Man kriegt einen Drehwurm. Wie viel braucht man denn jetzt noch hier? Verdammt ich nochmal. Genau, zack. Dann einmal hier noch, zack. Dann brauchen wir 1, 2, 3 noch. Noch 3, dann haben wir zumindest erstmal das Grundgerüst zu und dann müssen wir eigentlich nur noch den Boden bauen. Dann machen wir noch mit ein paar Halben ein schönes Geländer, dass wir da nicht runterklatschen. Weil ihr kennt mich. Ich klatsche da mit Sicherheit runter, wenn ich hektisch werde. So, das sollte doch dann aber bald reichen, oder? Jetzt wird es natürlich dunkel. Los, die 3 Stämme, die setzen wir noch. Dann gehen wir pennen. Und dann machen wir den Rest. Weil das funktioniert ja hier super, ey. So. Ach, da liegt noch ein halbes Brettchen im Wasser. Okay, einmal hier rüber. Zack. Zack. Und, ach scheiße, wir haben ja keinen. Und mal runter. Und wieder hoch. Und wieder runter und wieder hoch. Und ich frage euch, Leute, wer kam auf diese Idee? Ich glaube, es war ich selber, ne? So, jetzt nur noch Fußboden. Geil. Geilo. Ich stell dir mal vor, du baust den richtig übelst hoch. Ich meine, können wir ja alles noch machen, aber. Oh, scheiße. Ist das blöde Brett abgerutscht. Macht das Sinn, den so hoch zu bauen? Die Frage ist, wie hoch kann man in dem Spiel bauen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Weiß das einer? Gibt es da irgendein Limit? Was weiß ich, 100 Etagen oder so? Man sieht ja auf YouTube die verrücktesten Sachen, ne? Letztendlich. So, das war jetzt eine schnelle Nummer. Und die Stämme sind schon wieder alle. Warum guckst du so komisch? Virginia? Wieso hast du so dreckige Beine? Wartet mal. Die hat doch gerade so gemacht, oder? Soll ich der hinterher rennen? Wieso hat die so dreckige Beine? Was hat die gemacht? Hat die eingekackert? Verarscht mich doch nur. Nee, komm, wir haben zu tun. Die verarscht uns nur. Aber doch, wenn du da noch Wände reinmachst mit Fenstern und so, sieht das bestimmt gigantisch geil aus. Ich weiß es nicht, Freunde.
Man kann hier schon ganz schön geil spielen. Oh, dass das immer abhaut, ist doch scheiße. Mann. Wegen einem Brett dann hochzusäppeln, ist ja auch scheiße. So ein Mist. So. Zack. Na, aber guck mal. Wir kommen langsam vorwärts. Dafür, ach nee, da kommt keiner rein. Wir kommen doch langsam vorwärts. Die zwei machen wir noch, dann gehen wir pennen. Ach, naja, Leute, ich glaube, ich mach's so. Ich schaffe die Woche nur noch diese eine Folge hier. Dann ist sie jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Und nächste Woche machen wir hier weiter Blödsinn. So, erstmal kurz pennen. Boah, sieht geil aus. Guckt mal den Himmel an und da hinten diese weißen Berge. Genial, oder? Krass. Heftig. Gefällt mir richtig gut. Knut. Oh, ist der vergammelt? Rottenfisch, ja, das sieht ja nach Rotten aus. Hauen wir uns mal hier kurz neuen Fisch drauf. Zack, zack, zack. Also wenn es dunkel ist, ist es echt dunkel in dem Spiel, oder? Das ist krass. Den Möwen ist es egal. Das ist ja heftig dunkel. Da sieht man ja gar nichts mehr. So, der Fisch ist fertig. Nee, machst du? Nimm den Fisch runter, bevor er verbrennt. So, dann knallen wir uns gleich einen hinter die Binde. Guckt. Dass sie den Bug noch nicht rausgenommen haben, ist, finde ich auch merkwürdig, ne? Der darf drinnen bleiben, aber der Baumstamm-Bug, der muss raus. So, dann einmal schlafen und speichern nicht vergessen. Nicht, dass irgendwas schief geht und ich dann nochmal diesen Turm bauen muss. So Leute, ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, zwei Folgen draus zu machen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach einen Cliffhanger rein. Ich mache hier einfach einen Hardcut. Hinter mir ist schon das fertige Ergebnis. Ich habe jetzt quasi im Prinzip eine Stunde aufgenommen. Aber ihr seht jetzt, habt jetzt bloß die halbe Stunde gesehen und die nächste halbe Stunde seht ihr dann am Donnerstag. Ja, Freunde. Dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es nicht so langweilig. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und ciao, Kevin. Tschüss.